Schönen guten Tag. Ich wende mich heute mit einem besonderen Anliegen an Sie, denn es hat einen Film gegeben auf Arte, der heißt Corona, die eingesperrten Alten. Und die Frau Dr. Zeglin und ich, wir haben uns den Film angeschaut und Sie sind beide davon sehr beeindruckt. Und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, sich diesen Film anzuschauen. Es zeigt die Corona-Situation in einem französischen Altenheim in Paris. Und in diesem Film wird nichts beschönigt, aber auch nichts extra dramatisiert. Es zeigt halt das alltägliche Elend und eine Organisation hart an der Grenze des Zusammenbruchs. Hilfe von außen gibt es nicht. Mitarbeiter kommen auch dann, wenn sie selber krank sind. Man darf und kann die Kollegen in der Situation nicht alleine lassen. Ja. Und so auch die Bewohner, die gezeigt werden, finde ich sehr authentisch. Viele wollen sterben, viele haben einfach die Nase voll und wollen nicht mehr. Die Beziehungen zu den Bewohnern, die stimmen schon. Das ist nicht alles so nach Regelbuch, aber man merkt, den Mitarbeitern liegt was an den Leuten und das kommt auch gut rüber. Diese Art von Realität, die wird aus meiner in meinem Denken viel zu wenig gezeigt. Also zu zeigen, wie es wirklich ist. Und das macht dieser Film. Also nicht irgendwelche Glanzpapierchen. Ja, man will sich auf dem Markt gut positionieren. Wir schaffen alles. Wir haben super Interventionen. Wir haben keine Probleme. Nein, all dies nicht. Sondern man zeigt die Realität so, wie sie ist. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass es Veränderungen gibt. Veränderungen gibt es nur dann, wenn man mit der Realität ausreichend konfrontiert wird. Und das macht dieser Film. Also schauen Sie sich das an. Man kann das in der Arte Mediathek noch schauen. Es gibt zu diesem kleinen Film jetzt hier noch einen kleinen Text. Da finden Sie auch den direkten Link. Wenn Sie den anklicken, kommen Sie gleich auf die Seite. Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Gucken. Tschüss.